Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. So, jetzt ist es aber soweit. Jetzt wollen wir die Wehrratte Timmy beschwören. Wollte ich eigentlich sagen, aber das passt auch nicht. Egal, los, raus jetzt mit der Flöte und los geht's. So, hier ist die Flöte. Ich weiß ja immer noch, was zu machen ist. Okay, also erst einen ganz tiefen Ton. Und dann von da oben. Nee, das war verkehrt. Oh Gott, das geht so langsam. Ja, nee, das war verkehrt. Ich habe in der falschen... Ja, genau. Ich habe falsch angefangen. So, die tiefen Töne sind ganz oben. So, hier, das da. Und jetzt. So, der hier. Das ist es. Ja. Erinnerst du dich, Timmy? Diese Melodie hat dir deine Mutter vorgesungen, wenn du nicht einschlafen konntest. Erinnere dich daran. Konzentrier dich. Denk an das Gute und Freundliche, nicht an den Hass. Du bist kein Monster. Du bist eine kleine Ratte und du wirst geliebt. Oh, das ging jetzt aber schnell. Haha, und da kann er auch raus. Es tut mir leid. Dir muss nichts leid tun. Nichts passiert. Ich wollte das nicht. Hab ich jemandem wehgetan? Nein. Ich glaube, du bist ein ziemlich schlechter Werwolf. Ha! Hi! Okay. Dein Onkel Remy, er ist vielleicht nicht tot. Ja, genau. Also fangen wir mal damit an. Munkus hat mich zum zweiten Mal reingelegt, Timmy. Er ist im Tempel in die Rolle deines Onkels geschlüpft und hat mich hierher geschickt. Dann ist Onkel Remy vielleicht noch am Leben? Er ist verschwunden, aber nach allem, was wir wissen, könnte er noch am Leben sein. Das ist er bestimmt. Onkel Remy lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Wir müssen ihn suchen. Das werden wir, sobald ich das Buch besorgt habe. Aber wenn Munkus das Buch haben will, ist es bestimmt böse. Das ist es. Und in den falschen Händen kann es das Ende der Welt heraufbeschwören. Deswegen müssen wir es in die Finger kriegen und sicher verwahren. Und danach suchen wir Onkel Remy. Abgemacht. Okay. So, aber... Ach ja, öffnen hier, genau. Aber wir gehen erstmal das andere noch durch. So, wir lassen uns etwas gegen den Werwolfsfluch einfallen. Ja, warum genau. Warum hast du mir denn nicht früher von dem Fluch erzählt? Ich wusste nicht, wie. Und ich hatte Angst, dass du dich dann vor mir fürchten würdest. Die meisten haben Angst vor Werwölfen. Und das aus gutem Grund. Wir können uns nicht beherrschen, weißt du? Wir merken nicht, wenn wir Böses tun. Aber man kann lernen, den Fluch besser zu beherrschen, hat Erzmagier Alistair gesagt. Der Erzmagier? Geht es ihm gut? Lass uns morgen darüber sprechen. Für heute hattest du genug Abenteuer, denke ich. Ja, das ist wohl besser so. Ich habe dein Halstuch gefunden. Das willst du bestimmt zurück. Ja, genau, das haben wir noch im Inventar. Gefunden. Musst du verloren haben. Mein Halstuch! Das ist der Timmy Dumas, den ich kenne. Ja, so, sage einmal, was heißt öffnen in der Sprache der Ratten? Ich glaube, ich weiß, wo der alte Hexenmeister von Buren das Buch versteckt hat, in dem steht, wie man meinen Zauberstab zerstören kann. Um ranzukommen, muss ich aber wissen, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Öffnen? Ja, aber in der Sprache der Ratten. Öffnen? Ist dir noch nie aufgefallen, dass wir uns unterhalten können? Die Sprache der Ratten ist genau wie unsere Sprache? Nein, eure Sprache ist wie unsere. Ratten leben schon so lange Tür an Tür mit den großen Leuten. Da habt ihr euch wohl das eine oder andere abgeguckt. Wie dem auch sei. Ja, so kann man es auch sehen. Das Losungswort lautet öffnen. Das reicht mir. Wollen wir gehen? Du musst doch todmüde sein. Kann ich mich wieder unter deiner Mütze verstecken? Der Mond scheint so hell. Klar, solange du willst.
Ja, das wäre in dem Fall wirklich besser. Aber als Igor hat er ja gar keine Mütze auf. Was macht er denn da? Naja gut, wir lassen das jetzt an. Okay, so, dann können wir hier anscheinend nichts mehr machen, aber wir brauchen auch nicht. Ja genau, wir können wieder zurückgehen. Aber wir gehen jetzt mal ins Schloss, damit wir das Wort ausprobieren können. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Siegel das war, aber ich glaube, das ist auch egal. Und der Munkus, der legt ihn wieder rein. Er ist gerade dabei. Ja gut, wir wissen ja warum. Achso, nee. Moment. Ja, doch, er. Nee, er kann es ja selbst sagen. So, sage öffnen in der Sprache der Ratten. Ah, das geht. Moment, das ist offen, das ist noch zu. Ah, ich muss es also bei dem dritten Siegel machen. Okay, gut, dann also hier. Öffnen. Die letzten beiden Siegel. Sehr das gut. Wird spannend. Ja, so, dann will ich aber mal schauen, wie wir, was das für Siegel sind. Die letzten beiden, ja, also, welche sind es denn jetzt? So, das, aha, das erste und das vorletzte, das sechste. Das erste und das sechste, okay, so, was müssen wir da machen? Das erste, das ist das hier. Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Aha. Ja, das wird schwierig. Und das hier, das vorletzte ist das. Das sechste Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Ja, aber den haben wir doch im Inventar. Dann müssen wir das doch mal, Moment, hier zumachen. Und dann müssen wir das doch mal ausprobieren. Und zwar an dem Siegel. Nee, das geht aber nicht. Also an der Truhe habe ich es ja immer ausprobiert, aber da, oder vielleicht ist das das letzte, was wir machen. Aber das ist doch dieser Schlüssel hier. Oder ist es doch der Verkehrte? Ach, ich weiß nicht. Macht Timmy da irgendwas dran? Wahrhaft großer Zauberer oder Magier oder wie das hieß. Ja, Die Flasche haben wir, die, ach, der saure Wein, ja genau. Und dieses Stöckchen da, haben wir das schon für irgendwas benutzt? Ich glaube nicht. Alles andere, also den Schlüssel auch noch nicht, alles andere haben wir benutzt. Soweit ich weiß. Naja gut, also jetzt ist Timmy ja bei uns. Was kann Timmy denn so anfangen? Hier irgendwas? Nee. Oder da? Nö, auch nicht. Kann man da was noch machen? Es gibt Philosophen, die glauben, unsere ganze Welt bestünde aus Dreiecken. Andere meinen, es seien Atome mit ganz viel Nichts drumherum. Beides kommt mir ziemlich unwahrscheinlich vor. Ja. Das mit den Atomen stimmt natürlich, aber das mit den Dreiecken, da ist sicherlich gemeint, dass man so, wie heißen die, diese Mesh-Modelle, aus denen man Figuren generiert, die bestehen meistens aus Dreiecken, soweit ich weiß. Ich hätte damit selbst schon mal zu tun, in einem anderen Zusammenhang, aber auch mit Dreiecken. Okay, gut, da können wir wohl nichts mehr anfangen. Ich versuch's doch mal hier, ah nee, Moment, wir könnten, ja gut, erstmal hierhin und dann könnten wir ja zu Esther gehen. Und ihr mal davon berichten, dass der kleine Timmy wieder da ist. Nee, hier ist nichts zu machen. Das Wappen des Erzmagers brauchen wir auch nicht mehr. Sie kaut immer noch auf dem Salat herum. Okay, so, dann hier, da. Und zum Lagerfeuer. Außerdem könnten wir beim Dings im Dorf wieder vorbeischauen, beim Bürgermeister. Okay, aber jetzt hier erstmal. Timmy ist wieder da. Esther? Ja? Schau, Esther, wir haben unseren Timmy zurück. Schau mal, wen ich hier habe. Timmy, ist er in Ordnung? Nur völlig erschöpft. Gib ihn mir. Er kann sich in meiner Tasche ausruhen. Esther, kann ich noch ein Würstchen haben? Oh ja, ein Würstchen. Mein Schatz. Ja, ich hätte auch gerne ein Würstchen. Das hast du gut gemacht, Wilbur Wetterquarz. Danke. Ja, okay. Ja, wie geht es, Timmy? Ist mit Timmy alles in Ordnung? Er hat eine ganze Bratwurst verdrückt, was bei seiner Größe eigentlich eine Unmöglichkeit sein sollte. Seitdem schläft er tief und fest. Gut. Ich komme bei der Truhe mit dem Buch auch gut voran. Sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis ich das Buch habe. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Tja, nur habe ich keine Ahnung, wie wir das machen können. Ich würde sagen, hier kann man da noch hin. Ja, da kann man noch hin. Machen wir eben mal einen Abstecher da. Ach, in den Wald können wir auch noch, ne? Aber was sollen wir denn da tun? Ich weiß nicht. Gehen wir erstmal ins Dorf. Zum Bürgermeister. Vielleicht weiß der ja irgendwas.
Was haben wir im Inventar noch? Das, ja, all die Sachen, die wir schon benutzt haben, ne? Hm. Naja, okay. Also mal da rein. Aber den Friedhof kann man da immer noch was machen, oder? Und hier nochmal, die Waren. Nee, wir können ja nur mit ihm sprechen. Oder auch nicht, aber ich hoffe schon. Ich probiere es mal aus. Ich wüsste nicht, was ich ihn gerade fragen sollte. Hm. Ja, okay, gut. Dann also nicht. Raus hier. Und hier im Friedhof. Nochmal den Friedhof betrachten. Bislang hat sie da ja noch nichts getan. Vielleicht hätten die Dorfbewohner weniger schnell Angst bekommen, wenn es hier nicht so gruselig wäre. Die ganze Gegend ist bekannt für ihre Spukgeschichten. Also nichts Neues. Kann man da am Friedhof irgendwas machen? Mit dem Schlüssel, mit dem Stöckchen, mit der Axt? Oder Beil, das ist ein Beil. Nee, also, und die anderen Gegenstände haben wir ja schon alle benutzt. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ach so, ja, nochmal in den... Moment, hier da. In den Wald. Oder nee, besser nach der... Ja, ist egal, in den Wald erstmal. Aber jetzt stehen wir ja wieder da, wo die Falle war. Na, hier. So, und da können wir auch nichts machen, außer wieder zurückgehen. Ja, hier geht einfach nichts mehr. Dann will ich nochmal in die Höhle gehen. Also das heißt erstmal da lang. Denn wenn ich jetzt hier rausgegangen wäre, wäre ich ja wieder im Dorf gewesen. So, dann nochmal hier hin. So, aber anscheinend... Ja, nee, da ist auch nichts zu machen. Da können wir nur wieder rausgehen. Oder weiter hinten vielleicht. Ah, da ein bisschen näher dran. Aber nö, da ist nichts mehr zu machen. Ich weiß immer noch nicht, was er mit dem Klaus auf sich hat. Ich kenne das nicht. Naja, ist auch egal. Okay, wir verlassen die Höhle wieder und gehen in die Burg. In dem Vorhof war ja auch nichts mehr zu machen. Und das mit dem Spiegel haben wir ja auch schon. Ich muss den Geist des Erzmagiers beschwören. Anlocken. Ich sollte es sofort versuchen. Der Erzmagier ist sehr schlau und sehr mächtig. Vielleicht kann er mir bei meinen anderen Problemen helfen. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Ja, und jetzt ist er auch endgültig weg. Oh, hier ist ein neues Bild hier. Und da auch. Ja, schön. Das ist gut gemacht. In den Keller hinuntergehen? Ja, wir versuchen es einfach mal. Aber was sollen wir denn da tun? So, geht das hier nochmal? Die Richtungsanweisungen, die mich zu Igors Anzug geführt haben? Nö, es geht nicht mehr. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Nochmal, wir müssen jetzt mal in das Buch schauen hier, in das Notizbuch. Das erste und das sechste Siegel. Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Des größten Zauberers aller Zeiten. Hm, da ist vielleicht auch die Körpergröße gemeint, aber dann ist Wilbur nicht der Richtige. Und der Alistair ist ja schon weg. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das hier, das sechste. Das Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Der Schlüssel, aber den haben wir doch schon. Und warum geht das denn nicht? Der größte Magier aller Zeiten oder so? Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten. Zauberer. Kann dieses, nachdem eventuell ein wenig am Deckel ruckeln. Der klemmt manchmal. Ja, das, ich wollte eigentlich raus hier. So, das Buch schließen. Warum funktioniert das mit dem Schlüssel nicht? Ich will es nochmal ausprobieren. Schlüssel. So, hier, das da. Das muss doch gehen irgendwie, aber nö, irgendwie nicht. Und da oben auch nicht. Nee, man kann hier sonst sowieso nichts mehr machen. Ah doch, hier, da. Ja, das noch anschauen. In das Dreieck soll ich eine Schüssel voll Blut stellen. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Okay, gut. Nochmal die... Achso, Van Buren's, ja, das ist ja der alte Van Buren. Der Graf hat die ersten beiden Siegel mit den Hinweisen aus dem Tagebuch geöffnet. Bleiben noch fünf. Ja, und jetzt nur noch zwei. Nee, auch nicht. Und kann er das einfach so machen? Der wahrlich größte Magier aller Zeiten. Wer war das für einen Egomanen wie Ashcroft Van Buren? Erzmagier Alistair? Oder... Natürlich! Er meint sich selber. Was... Aha. Was ein Problem darstellt. Ja, in der Tat. Aber vielleicht können wir seine Hand hier irgendwie nehmen. Oder so. Das hier, das sechste Siegel betrachten, okay. Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel, der für jeden sichtbar ist, geöffnet. Was soll das sein? Ja, der Schlüssel, den wir da schon haben. Hier, jetzt geht's. Okay,
Oder auch nicht, aber wir werden es gleich sehen. Na also, das es war geht. Einfach. Damit ja, steht eben. Nur noch ein Siegel zwischen mir und dem Zauberbuch des verrückten Hexenmeisters. Hm, ja, das kriegen wir auch noch. Ja, aber wie, ne? Das ist die Frage. Ha, sehr gut. Das musste man da so machen, ja. Okay, betrachte das erste Siegel. Ja, ja. Der Sinn der Siegel ist zu verhindern, dass irgendjemand anderes als Van Buren die Truhe öffnen kann. Nur zu verständlich, dass es ein Siegel gibt, das nur vom wahrlich größten Magier aller Zeiten, von ihm selber, geöffnet werden kann. Ja, aber wie machen wir das? Immer noch das mit der Hand hier? Der Sinn der Siegel ist zu verhindern, dass irgendjemand anderes als Van... Nur zu verständlich... Ja. Okay, das wissen wir. Aber wo kriegen wir das jetzt... Wo kriegen wir eine Hand von ihm her? Hm, gute Frage. Ich weiß es nicht. In der Kammer da unten auch nicht. Der Van Buren, also... Wie könnten wir das hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal dahin. Aber da ist ja... Ja, das Gemälde hier, aber... Sie futtert immer noch hier. Das Wappen des Erzmagiers, ja, das wird uns da auch nichts weiter, nicht weiterhelfen. Das Wappen des Erzmagiers zeigt zwei... Ja. Okay. Nee, das haben wir ja schon alles. Und sonst ist hier ja nichts mehr. Ja, und sie futtert immer noch den Salat. Oh Mann, der schmeckt aber. Wahrscheinlich schmeckt er sogar wirklich. Naja, gut, mit dem Öl. Nee, mit dem Öl eher nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kohle, das hier, das bringt doch alles irgendwie nichts. Ja, dann müssen wir nochmal reisen und fragen. Jetzt haben wir ja immerhin eine neue Erkenntnis. Vielleicht weiß der Bürgermeister ja irgendwie Rat. Ich lasse hier Sie noch sich mal. Etwas auf. Na, okay, gut. Dann fragen wir den Bürgermeister. Meine letzte Hoffnung, der Bürgermeister. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. So, können Sie mir sagen, wo der Hexenmeister Van Buren begraben wurde? Aha, exhumieren. Naja gut, nicht so ganz meine Methode, an die ich gedacht hätte, aber nachdem man den Hexenmeister geköpft, gehängt und gevierteilt hat, wo hat man ihn vergraben? Naja, hier und dort. Seine Überreste wurden nicht in einem Grab beerdigt? Nein, man fürchtete, dass sein Bruder oder sonst jemand versuchen könnte, ihn wiederzubeleben. Also verteilte man seine Überreste feinsäuberlich auf mehrere Gräber überall im Land und keines trägt seinen Namen. Oh, das hört sich aber nicht so gut an. Wir brauchen ja nur eins, da wo eine Hand dran ist. Wurde ein Teil des Hexenmeisters, ja, der war ja Hexenmeister, genau, auch hier auf dem Dorffriedhof beerdigt? Ein Teil des Hexenmeisters auch draußen auf dem Dorffriedhof? Das darf ich nicht sagen. Wir haben geschworen, nie ein Wort darüber zu verlieren, in welchem Grab seine linke Hand und das rechte Bein liegen. Oh. Sagen Sie schon, ja. In welchem Grab liegt er? Meine Lippen sind versiegelt. Ja, wir werden das schon finden. Und wenn wir den ganzen Friedhof umackern müssen. So, warum hat Van Buren, hat man Van Buren geköpft, gehängt und gevierteilt? Warum hat man Van Buren eigentlich geköpft und gehängt und gevierteilt? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Man muss einen bösen Magier oder Hexenmeister immer dreimal töten, damit er nicht zurückkommt. Das ist allgemein bekannt. Und warum hat man ihn erst geköpft und dann gehängt? Führt das nicht zu gewissen logistischen Problemen? Die ganze Sache damals war nicht optimal vorbereitet. Einige Magier wollten ihm lieber einen Holzpflock durchs Herz rammen, andere wollten ihn verbrennen. Du weißt ja, wie das ist. Ein wütender Mob, viele Meinungen. Am Ende konnten wir froh sein, dass er überhaupt hingerichtet wurde. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Ja, so wie ich das mitgekriegt habe, wurde aber erst gehängt und dann geköpft. Das macht ja auch Sinn. Ich glaube, so wurde das vorhin immer gesagt. Aber jetzt wissen wir, was wir im Friedhof tun können. Also hinaus in die Dunkelheit zum Friedhof. Da haben wir ihn. Also kommen wir doch noch dazu, dass wir am Friedhof was machen. Irgendwo hier müsste der Hexenmeister begraben sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. Ja, dann mach mal. Hier, da, den Grabstein oder den hier. Da, irgendwo einer ohne Inschrift. Fangen wir einfach mal hier an. Das hier ist der Grabstein der Familie Karloff. Das also wohl nicht. Karloff, okay, gut. Dann hier. Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Das ist das Grab der Familie Lee. Ja, und irgendwie ohne irgendwas hier? Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Lugosi steht auf diesem Grabstein. Ja, okay. Das haben wir auch schon. Da hinten ist noch was. Auf dem Kreuz steht Cheney. Ah, okay. Familie Cheney und da... Das hatten wir auch schon. Und nee, ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Karloff, okay, das haben wir schon. Wilbur, kannst du mal ein bisschen weiter nach rechts gehen? Ja, danke schön, aber das hat nichts gebracht. Okay, das haben wir auch schon. Wie ist es hier? Lee und Lugosi und da hinten muss doch noch mehr sein. Ja, das hatten wir schon. Da. Nee, auch nicht. Okay, dann muss ich die Leertaste befragen. Das sind doch vier. Ja, aber das reicht doch nicht. Lugosi, Lee, Janey und Karloff. Ja. Lugosi. Das sagt mir alles nichts. Der Grabstein der Familie Lugosi. Ja. Doch nochmal beim Wirt nachfragen. Oder Bürgermeister oder. Der ist ja alles in einer Person. Hier liegt die Familie Karloff. Ja. Das. Also, nee, da findet sich nichts mehr. Ja, und da reingehen geht auch nicht. In den Wald gehen, bringt auch nichts. Ja, wir werden ihn nochmal fragen müssen. Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal so lange auf dem Friedhof stehen und überlegen noch ein bisschen. Und in der nächsten Folge werden wir dann zur Tat schreiten und nochmal den Bürgermeister fragen. Und wenn das nichts bringt, ja, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir werden schon irgendwie weiterkommen. Wir müssen nur noch ein einziges Siegel öffnen. Und dazu brauchen wir, jetzt wissen wir es ja, die Hand des größten Magiers aller Zeiten. Und das ist die von dem Van Buren, von dem alten Van Buren. Ja, nur diese. Der andere nutzt nichts. Alle anderen Siegel sind auf und dann, ja, dann können wir endlich das Buch rausnehmen. Aber in der, ja gut, das mit dem Buch, es wird frühestens in der nächsten Folge geschehen, aber das mit dem Siegel werden wir wohl hinkriegen. Okay, also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen bei The Book of Unwritten Tales 2 und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.